Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Disneyland Adventures. Hier im letzten Part haben wir ja hier bei Alice aufgehört. Sie sucht nach ihrer Schleife. Frage mich, ob das und jetzt müssen wir erstmal mit dem Hutmacher sprechen, ob er vielleicht die verlorene Schleife gesehen hat. Das ist die Alice in Wunderland Attraktion, machen wir glaube ich auch gleich mal. So als... Natürlich musst du einen Hut tragen. Wie geht es dir? Ich bin der Hutmacher. Hallo. Eine Schleife? Ich habe nicht die leiseste Ahnung, was du meinst. Es sei denn, du sprichst von einer Nussschleife als Teegebäck. Könnte ich jetzt auch so essen. So etwas Albernes, ich sage dir. All die Fotos aus meinem Album gehen. Sind aufgestanden und weggerannt. Und natürlich kannst nur du alleine sie finden. Ja, ja, das machst du und dann werde ich in Ruhe über diese Schleife nachdenken. Okay, alles klar. Mal, ob er uns Autogramm geben kann. Unterschrift? Natürlich. Aber ich muss mich noch umziehen. Das passt jetzt gar nicht mehr zu meiner Mission. Schön. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das mache. So, Autogramm haben wir. Und jetzt lauf! Alles klar. Oh, hallo du da! Hänsel und Gretel verliefen sich im Wald. Sie brüten. Ich würde mich gern umziehen. Geht das hier im Menü? Ich glaube nicht. Anstecker? Nee. Muss ich im Shop machen wahrscheinlich. Wo muss ich denn jetzt hin? Schweif. Es wird Zeit. Hier? Schnell. Nee, das ist der Hutmacher, hä? Wo ist denn der Schweif? Da. Also, ich muss mich mal umziehen. Das mache ich irgendwie in einem Laden, in einem Shop. Hä? Dieser Schweif verwirrt mich. Und jetzt? Wechseln wir zur Kamera. So. Ach, da. Okay, jetzt habe ich's. Ich stehe wieder nicht drin. Hallo! Auch eine kaputte Teekanne. Findet mal ein Korn. Machst du noch das Foto heute? Hä? Ah, das Haus. Danke. Weiter geht's. Ich möchte mich umziehen. Hallo, bis dann. Hallo, Alice. Hm, vielleicht sollte ich da entlang gehen. Oder dort entlang? Das ist drehen. Da lang. Die Grenzekatze fotografieren. Grinsekatze. Haben wir die auch? So, und weiter geht's. Ich muss mal in einen Shop. Ah. Hey, du bekommst einen Zauberstab von Cinderella. Ja, die müssen wir auch noch suchen. Machst du doch das Foto? Man muss ja genau dahin gucken. So, haben wir die drei Bilder gemacht für den Hutmacher. Nee, zurück. Was machst du denn? Warte raus. So. Gibt es hier nicht einen Shop, wo man was kaufen kann? Ich würde gerne immer was Passendes zu der Mission, die wir gerade haben. Naja. Hier drüben! Ja, hi! Du hast all meine Bilder gefunden. Meine Güte, wie soll ich dir danken? Sag's mir, ja? Schleife. Natürlich habe ich über diese Schleife, die du suchst, nachgedacht. Ich weiß, welche du meinst. Ich glaube, ich habe sie bei der Teeparty gesehen. Ich bin mir sicher, ziemlich sicher. Okay.
Es ist immer die richtige Zeit für Tee. Alle meine Entchen schwimmen auf dem Tee. Okay, also müssen wir jetzt zur Attraktion. Aber ich möchte mich erstmal umziehen und suche einen Shop. Finde ich das auf der Parkmap? So, da bin ich. Ich suche einen Shop. Kann ich da noch näher ran? Nee. Da ist Aurora, Captain Hook. Da ist irgendwie was. Da ist auch Cinderella. Ah, da ist sie. Ja, dann gehen wir gerade noch zu Cinderella. Den Zauberstab, holen wir ihn uns. Hallo. Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Ist ein bisschen hässlich. Hallo. Meine Freunde, die Blaukehlchen, haben erzählt, dass du sehr beschäftigt bist. Ich habe eine Überraschung für dich. Einen Zauberstab von meiner guten Fee. Er soll dir helfen, viele wunderbare Dinge zu tun. Gib gut Acht auf dieses Geschenk und setze es klug ein. Okay. Der Ball wird schon bald beginnen und du musst dich natürlich für diesen königlichen Anlass angemessen kleiden. Siehst du, sie ist auf meiner Seite. Wenn du Nadel und Zwirn beschaffst, würde ich dir gerne etwas Besonderes nähen. Mit der Hilfe meiner Mäusefreunde dauert es nicht lange. Das ist doch mal eine gute Idee. So, jetzt brauchen wir aber noch eine Unterschrift. Möchtest du ein Autogramm von mir? Oh, sehr gerne. Mein Kopf ist größer als ihrer. Dein Wunsch ehrt mich. Aber sehr, sehr, sehr nett. Und ich krieg was Neues zum Anziehen. Das ist doch super. Dein Kleid für den königlichen Ball wird sehr elegant. Ich hoffe. Oh, hallo. Es ist echte Magie. Das ist echte Magie. Also ich kann ihn jetzt auswählen da. Ah ja, kann ich. Du siehst sehr magisch aus. Jetzt suche nach etwas, das du verzaubern kannst. Etwas Glitzerndes. Ah, jetzt ist es bestimmt das Glitzernde, was ich die ganze Zeit frage, was ich damit machen soll. Hier. Abracadabra, simsalabim. Hier glitzert doch was. Und jetzt? Passiert aber nichts. Na gut, dann gehen wir erstmal zur. Schließen wir erstmal die Alice-Mission ab. Also eine Runde auf Alice in der Alice in Wonderland-Attraktion und dann gucken wir mal weiter mit Cinderella. Abracadabra, simsalabim. So. Hallo, einmal Alice in Wunderland, bitte. Also ihr könnt gerne unten kommentieren, was man genau mit dem Zauberstab alles machen kann, muss. Genau. So, dann nehmen wir hier Kapitel 1. Was mit Kaninchenfalle. Oh, bei meinen Barthaaren. Ich komme zu spät. Zu spät. Zu... spät. Nicht trödeln, wir kommen zu spät. Oh, weh, oh, weh. Oh, das Kleid gefällt mir. Das hätte ich gerne. Es ist schon mal einfacher als Space Mountain aus der letzten Folge. Also sieht jeweils so aus. Ich freue mich. Ich lobe aber nicht den Tag vor dem Abend oder wie das auch mal ist. Oh, oh nein. Ja, ja, das habe ich dann auch gemerkt. Danke, lieber Hase. Wird man hier auch größer oder fällt man? Doch etwas schneller! Ja, da kann ich doch nichts dafür. Die fällt halt. Au! Das war das Klavier. Aber sonst bisher läuft es ganz gut. Also die Geschwindigkeit mag ich. Hyperspace World oder Space World war mir ein bisschen... Ah, wird doch größer. Oder kleiner. Ich glaube, ich bin kleiner geworden. Oh, jetzt wird es aber...
Jetzt ist aber schnell hier. Aber sieht echt alles sehr, sehr schön aus. Was sollen wir jetzt machen? Posiere? Ach so, was? Nein! SW? Und es heißt, ich sei nicht ganz da. Ach du Jemini, WD. Ach du Gott. SDW. Oh, sieh an, wie prächtig. AW. Es. Übrigens, wenn du es unbedingt wissen willst, er ist Dala. Okay, das ist aber was anderes, hier so dieses Positionieren. Also gefällt mir bisher ganz gut hier die Attraktion. Oder das Minispiel, wie man es nennt. So. Oh, das ist Dala. Da, Niki. Oh. Was habe ich jetzt hier? Nix. Waren nur Seifenblasen. Jetzt sieht sie kaum hier die Münzen. A, E, I, U, O. Hallo. Hallo. Na, war das nicht gut? Ich mag das Kleid, das hätte ich gerne. Du hast offenbar alles richtiglich gemacht. Aber eines musst du mir erklären. Was genauerlich wolltest du denn? Schleife. Oh. Stimmt, die suche ich immer noch. Kein Grund, gleich davon zu fliegen. Überaus seltsam. Wer bist du? Habe ich die Schleife jetzt gefunden? Habe ich die Schleife gefunden? Oder muss ich jetzt alles durchspielen? Ich gehe mal zurück zum Park. Das war jetzt. Muss ich alles durchspielen? Das war ja irgendwas mit Teeparty, aber. Die Schleife habe ich jetzt auch nicht gesehen beim Runterfallen. Hm. Eine Schleife gesehen oder muss man das alles jetzt durchspielen? Aber das schaue ich jetzt mal. Irgendwie drücken meine Ohren. Sind nicht so ganz bequem. Okay. Aber ich finde Alice ist... Okay. Also anscheinend habe ich sie wirklich noch nicht gefunden. Worauf wartest du noch? Winke! Na dann machen wir mal weiter. Vielleicht ist es, muss ich wirklich alle durchspielen. Ich bin nur in Alice Wonderland Attraktion, aber nicht in welchem Spiel. Machen wir mal weiter. Dann ist es heute sehr Alice-lastig. Lehn dich mit A nach links. Okay, auch um auszuweichen. Alle Blumen triffst, schaltest du ein Geheimnis frei. Mhm. Wenn dir... Aus dem Weg ist springen mit Lea. Ach du Jemini. Bin ich jetzt in so einer Kugel? Ach Gott. Na los, schlag drauf, Kind! Oh je, das tut mir leid. Ach Gott. Ach Gott. Spring mit. Gut gemacht. Sehr gut. Ach du Jemine. Du meine Güte. Das war knapp. Oh, spring. Oh Gott. Okay, links oder rechts? Oh, okay, rechts. Achtung, komm. Nein, da war mein... Oh nein, da habt ihr Mickey verpasst. Da bin ich aber froh. Das ist ganz schön schwer. Schon wieder hier. Gut gemacht. Sehr gut. Oh. Was soll ich mit dem? Was war jetzt mit dem Blumen? Das verpeile ich schon wieder. Oh. Oh. Achtung,
du schaffst das. Na toll. Das wird hier nichts. Bitte, weiter so. Nein! Oh. Achtung, Sprung! Oh. Oh, da war ein Mickey. Oh Gott, ist das schnell. Ah! Du meine Güte. Das war knapp. Ganz schön. Schwierig. Oh, die Blume wieder. Ich bin untröstlich. Hoffentlich tut das nicht weh. Ich hoffe auch nicht. Ach du Jemine. Aber den Schleif habe ich immer noch nicht gesehen. Aber sonst bei Donalds Hut war das doch auch so, dass ich aufmerksam gemacht wurde auf den Hut. Aber bisher wurde ich nicht aufmerksam gemacht auf die Schleife. Oh! Da war ein Mickey! Oh. Fast geschafft! Ab mit dem Kopf! Ab mit dem Kopf! Okay. War jetzt auch nicht besonders gut. Und immer noch keine Schleife. Naja, probieren wir es jetzt hier. Du willst Punkte zwischen den Posen verdienen? Tippe auf S zum Tanzen. Arme die Posen nach, um Punkte zu erhalten. Statistisch gesehen ist 10 nach 2 die beste Zeit für den Nachmittagstee. Wahrscheinlicher wird diese Berechnung, wenn man Kuchen und Sahne weglässt. Findest du nicht? Butter? Und mit Senf und Marmelade, bitte sehr. Wie unhöflich. Wie überaus unhöflich. Ist es schon Herbst? Du meine Güte! Du hast mir Konfetti zum Nicht-Geburtstag mitgebracht. Konfetti? So ein Unfug. Das kommt vom Baum. Es ist nur Laub. Urlaub? Wie? Wer macht Urlaub? Hey, oh, Urlaub hätte ich auch gern. Weg da! Verschwinde! Kusch! Also, euch beiden sollte man wirklich mal Manieren beibringen. Kann sie nicht zum Tee bleiben? Oh, wir wollen mal nicht so sein. Natürlich kann sie zum Tanz bleiben. Was für eine prächtige Idee. Fertig? Mach's wie wir. Du willst doch Kuchen. Oh. Okay, also das drücke ist die S. Sonderbarste Teeparty, um zu tanzen. Auf der ich je im Leben war. Posiere. A, W, S. Noch ein Triumph. S. Achso, schnell wieder S. Entschuldigung, bitte das Klicken. A, D. Da habe ich zu wenig geäst. Oh, Gurken und Marmelade. Dim, dim. Jetzt ist voll. A, D. Okay. Oh nein, wie schade. Wie? War das nicht gut? Und wo ist diese blöde Schleife? Zu früh? Oh. Eher Pfui als Pfui. Also, das läuft genauso gut wie im Privatnehmen bei mir, weil ich kann auch privat auch nicht tanzen. A, D. Oh, Gurken und Marmelade. Ach du Jemine. A, W. Zu früh. Oh, das war... Oh, je. Yeah. A, S, zu spät. Eher Pui als Pui. Das läuft super. Und am Ende finde ich gar keine Schleife. A, W. Achso, da ist so ein... Oh. Oh nein, wie schade. Das ist echt eine Katastrophe bei mir gerade. Hier drüben. W. Oh, 2 Tage zu langsam. Kann doch nicht so schwer sein. So. A. D.
zu spät. Oh, Gurken und Marmelade. Ich habe keine Münzen. Das ist super. A, B. Oh! Eher Pfui als Pfui. So. WS. Wow! Erstaunlich! AD! Perfekt! Gut gemacht! Wow! Ich hab's langsam raus. AB! Einfach fantastisch! Das freut mich. Und immer noch keine Schleife. AW. Urwildling! Oh, bei meinen Barthaaren! Ich komme viel zu spät! Oh je, ich bin hier! Ich sollte schon da sein! Hast du die Zeit gesehen? Zeit? Die kenne ich nicht. Hat sie eine Schwester namens Ur? Oh je, oh weh, keine Zeit für Tee! Dafür schlägt sie mir den Kopf ab! Ruhig! Nicht so aufgeregt! Was in aller Welt ist mit den Teekannen los? Abschiede. Hallo! Zu spät, zu spät, zu spät! Ziemlich neblig, was? Das perfekte Teewetter, wie ich finde. Du kommst doch wieder, ja? Und immer noch keine Schleife, wollte ich damit. Okay, jetzt gucke ich mal, aber ich glaube, ich habe die Schleife nicht gefunden. Das heißt, wenn ich die Schleife noch nicht gefunden habe, werde ich jetzt sozusagen cutten, nochmal nach der Schleife suchen, den Teil, wo die Schleife ist, reinschneiden und dann weitermachen, weil nochmal das Spiel müsst ihr ja jetzt nicht mitgucken, aber schauen wir erstmal, aber ich glaube, ich habe keine Schleife gefunden. Das wäre jetzt natürlich blöd. Muss ich nochmal nach der Schleife suchen und werde euch den Part, wo sie dann ist, nur reinschneiden und dann halt danach weitermachen. Ne, Aufgabe erfüllt. Ach, Mensch. In dieser Welt sind offenbar alle sehr... Bring Alice die Schleife. Okay, wo war die Schleife? Weiß man nicht. Du hast meine Schleife gefunden? Oh, danke. Jetzt bitte. Musst du dem Hutmacher aber erzählen, wie dankbar ich bin. Mach ich. Autogramm haben wir noch. Vergiss bitte nicht, dem Hutmacher von mir zu danken. Bild können wir wahrscheinlich auch noch nicht machen. Wenn ich das weiße Kaninchen sehe, muss ich es fragen, warum es... Gucken wir mal, ob wir noch ein Bild machen können. Ich glaube aber nicht. Kannst du Gedichte aufsagen? Ich schon. Ich möchte ein Foto machen. Verflixt. Ja, ohne das richtige Album können wir nicht fotografieren. Geh am besten gleich zu den Läden. Hey, da oben. Aber das Spiel fand ich echt schön mit dem Alice im Wunderland-Spiel. Oh, also hat mir gefallen. Wirrwarr. Nein, wir haben keine Zeit, dass du mir wegen dieser Schleife dankst. Wir haben es hier mit einem viel schlimmeren Problem zu tun. Meine Lieblingsteekanne ist verschwunden. Das ist natürlich schlimm. Du musst sie mir bringen. Sie muss hier irgendwo sein. Oh, oh, und die Teetassen. Vergiss die Teetassen nicht. Okay. Mehr Tassen, mehr Tassen. Wir brauchen mehr Tassen. Einen schönen Tag noch. Okay, dann suchen wir noch die... Also dieser Part ist sehr Alice-lastig, außer dass wir kurz Cinderella getroffen haben. Aber das Cinderella geht dann weiter im nächsten Part. Also wir machen jetzt gerade noch hier die Alice-Mission fertig. Nee, da lang. Da. Nein, nicht da rein. Nicht mit Matterhorn. Da ist noch eine Teekanne. Willkommen. Oh, das ist das Biest. Hallo. Ich vermisse dich. Der Sonnenschein ist sehr anregend.
Oh ja, Sonnenschein mag ich auch. Mal hier durch den ganzen Park laufen, wieder durch die, für die Teekanne. Hallo Alice. Sollen wir wieder Richtung Cinderella? Oh, da ist Pinocchio. Ich sie- Hallo, mach mal. Ich stehe im Weg. Geld mitnehmen, wo wir echt schon viel Geld haben. Und noch eine. Und wieder zurück. Und noch eine. Letzte. Also die stehen hier aber auch doof. Hallo Pinocchio, ich komme irgendwann mal zu dir. Lass uns mal die Teekan finden. Obwohl die ein bisschen aussehen, die Teekan, wie Madame Potts von Schön und das Biest. Ich weiß gar nicht, wie du es auf Deutsch hast. Frau? Fällt mir gerade nicht ein. Ich kenne nur den englischen Begriff. Es ist nämlich spät dran. Jetzt nett. Eins nach dem anderen. So. Und zurück. Zum Hutmacher. Warum beeilt sich denn keiner? Die Zeit, sie verrinnt. Das stimmt, die Zeit für den Part ist auch schon wieder fast verronnen. Gibt dem Hutmacher hier noch seine Teekanne. Also wie gesagt, war sehr Alice-lastig hier der Part, aber es mögen ja auch viele Alice, ne? Hallo, hip, hip, hurra! Was für ein Tag! Alle Teekannen. Oh, guck mal, die versteckt sich da hinter ihrer Mutter. Dafür ich herzlich danken mag. Nimm dies aus meinen Händen. Abenteuer erfüllt. Du musst schon wieder weg? Ja. So denn, leb wohl! Für ein Foto komme ich irgendwann nochmal vorbei. Einen schönen Tag noch. So, und dann müssen wir jetzt die Cinderella-Challenge machen. Die folgt dann im nächsten Part. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen hier mit Alice im Wunderland. Und ja, lasst gerne ein Like da, ein Abonnement und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dann!